Die SPD gehört zu den Verlierern der letzten Bundestagswahl. Trotzdem steht sie vor der Schicksalsfrage, mitregieren oder nicht. In der Opposition haben wir die Chance, uns neu aufzustellen, inhaltlich, personell. Und würden wir jetzt wieder eine weitere so Regierung mit der CDU eingehen, ist das weder für Deutschland, noch für die Partei, noch für sonst wen gut. Von den Altgenossen fordern die Jusos einen Neuanfang und sorgen damit für anhaltende Turbulenzen. Dass wir jetzt in den Mitgliederentscheid gehen, bei denen eigentlich die einheitliche Einschätzung ist, dass der komplett offen ist. Verschärft sich die Krise der SPD, könnte der Volkspartei ein ähnlicher Absturz wie der einst gefeierten Parti Socialiste in Frankreich drohen. Wenn die Anführer der sozialistischen Partei nicht mehr sozialistisch sind, dann macht man entweder etwas Neues, dafür habe ich mich entschieden, oder man bleibt in der Sackgasse stecken. Jesko Groschek gehört zum Vorstand der Jungsozialisten in Nordrhein-Westfalen. Als Sohn des Landesvorsitzenden will er einen Neuanfang für die SPD. Ich war sehr früh Parteimitglied auch. Für mich war ja immer auch normal, auf Parteiveranstaltungen als junges Kind dann zu sein, wenn beide Eltern da aktiv sind. Aber der richtige Knackpunkt kam erst, ich glaube, 17 langsam, so 18. Dann auch, als dann so die wilde Jugend- und Pubertätsphase zu Ende war und man sich selber gerade findet. Also ging, glaube ich, mit der persönlichen Entwicklung einher, dass ich gesagt habe, mich regt so viel auf, mich kotzt so viel an und ich weiß ja eigentlich auch, wie es geht. Und ich habe dann halt vorgelebt bekommen und ich habe die Strukturen vor Augen, also muss ich jetzt mich auch mehr engagieren. Jesko Groschek und die Jusos wollen eine Neuauflage der Großen Koalition mit der CDU und CSU verhindern. Nur so könne die Partei wieder an Glaubwürdigkeit gewinnen und aus der Krise geführt werden. Seit 1980 ist die Zahl der SPD-Wähler um die Hälfte gesunken. Die Partei muss um den Stellenwert einer Volkspartei bangen. Ein Sonderparteitag der SPD steht an. In einer Bonner Kneipe will Jesko am Vorabend die GroKo-Gegner unterstützen. Die Abstimmung der Delegierten am nächsten Tag gilt als richtungsweisend für die SPD. Jesko hofft, dass auch NRW-Mitglied Wiebke Esdar aus dem Parteivorstand sich gegen die Koalitionsgespräche mit den Konservativen stellt. Bist du denn in der Halle morgen als Gast? Ja, ich bin morgen dabei. Wie ist die Stimmung bei dir? Ja, ganz gut. Ne? Wir hatten den Parteivorstand jetzt. Ich glaube, es haben schon alle ganz gut verstanden, wie A, wichtig der Parteitag ist für die Partei und B, auch, glaube ich, wie offen das Rennen ist. War auch schon bei den Delegiertenvorbesprechungen, fand ich so unausgewogen in eine Richtung. Hat das für ein Gefühl, wenn du jetzt sagen würdest, wie geht's weiter mit uns? Also ich glaube, dass die Stimmung halt irgendwie so krass ist, dass schon eine falsche Äußerung, ein falscher Satz ist halt das Potenzial hat, ne? Dass das dann alles so echt hochkommt. Ja, Hauptsache wir können danach alle mal Bier zusammen trinken. Ja, genau. Jetzt weil mal im Ernst, das ist wirklich so. Ja, nein, im Ernst. Also ich glaube, am Ende wird total entscheidend sein, dass wir eigentlich Montag oder Sonntagabend noch mit der Arbeit anfangen, die Partei zusammenzuhalten. Für Wiebke Esdar ist der Bedeutungsverlust linker Ideale auch ein europäisches Problem. Ich glaube, dass die Grundwerte der Sozialdemokratie eigentlich Hochkonjunktur haben müssten. Also das ist der Grund, warum ich in der SPD bin. Und das ist zeitgemäß für Freiheit zu kämpfen, für Gerechtigkeit zu kämpfen, für Solidarität einzustehen, gerade in der globalisierten Welt. Und dann stehen wir gleichzeitig in der Situation, dass natürlich für die Sozialdemokratie in Europa die Situation immer schwieriger wird, weil uns einfach so viele, ja, auch von den Schwesterparteien, Regierungspräsidenten irgendwie oder Regierungsführer irgendwie wegfallen. Also wir nicht mehr in Europa von diesen 28 irgendwie Präsidenten, glaube ich, sind nur noch ganz wenig, weniger als 10 überhaupt sozialdemokratisch. In Frankreich hat sich die Politiklandschaft 2017 radikal verändert. Viele Linke sind zu Präsident Emmanuel Macrons Bewegung En Marche übergelaufen. Seither liegt die gemäßigte Linke am Boden. Der Sozialist Benoît Hamon versucht jetzt einen Neustart. In Bordeaux liegt ein Tag mit vielen Stationen vor ihm.
Ein Besuch im Arbeitsamt, ein Auftritt an der Universität und ein Treffen mit Gleichgesinnten zählen dazu. Hamon war Bildungsminister und später sogar Präsidentschaftskandidat gegen Macron. Aktuell hat er kein Amt. Beim Ortstermin soll ein neuer Workshop für Jobsuchende nachgestellt werden. Ich habe kein besonderes persönliches Netzwerk. Ich habe nur ein Diplom in der Tasche. Wie gehe ich dann vor? Das trifft auf viele hier am Tisch zu. Ich würde Sie dann aber trotzdem bitten, mal eine Kartografie Ihres Netzwerkes anzulegen. Als nächstes soll Benoît Hamon einen Test absolvieren. Wie würde zum Beispiel ein Jobsuchender ein Regal an die Wand schrauben? Mit Aufgaben wie diesen sollen die praktischen Fähigkeiten von Arbeitslosen geprüft werden. Wie viele Menschen haben schon an dem Programm teilgenommen? Und es handelt sich also um solch ein Objekt? Mit einem Marker soll Hamon zeigen, wo das Regal angeschraubt werden muss. Ja, hier geht es darum zu testen, ob die Person in dieser kniffligen Handposition in der Lage ist zu schrauben. Man muss immer die gleiche Bewegung ausführen. Okay, haben Sie das Prinzip verstanden? Sieht so aus, als könnte ich schrauben. Einst gefeiert, dann verraten. Weil Wahlversprechen gebrochen wurden und greifbare Reformen ausblieben, erhielt die Parti Socialiste schließlich die Quittung. Nach 5 Jahren unter der Regierung François Hollande blieben Hamon bei den Präsidentschaftswahlen nur noch 6% der Stimmen. Seit Herbst 2017 steht die Parti Socialiste vor einem Scherbenhaufen. Aus Geldnot musste sogar der Pariser Hauptsitz verkauft werden. Hamon geht seither eigene Wege. Er hat eine Bewegung namens Génération gegründet. Gemeinsam mit ein paar Ex-Sozis ist er nun unermüdlich im Einsatz. Und schon geht es zum nächsten Termin. Génération fängt von ganz unten an. Die 26-jährige Melanie studiert an der Uni Bordeaux und hat hier ein Génération-Komitee gegründet. Sie wirbt für einen Auftritt Hamons auf dem Campus. Bei Génération kommt es auf das Plural-S an. Es soll für eine Politik für alle Generationen stehen. Wichtige Impulse kommen aber vor allem von den Jüngeren. Hallo, heute Abend hält Benoît Hamon eine Vorlesung. Ihr könnt gerne kommen. Ob sich der Saal am Abend generationenübergreifend füllen wird, bleibt ungewiss. In der Regel sind die Leute schon neugierig und offen. Die wollen mehr über unsere Bewegung wissen und die Ideen von Benoît Hamon kennenlernen. Kurz vor dem Bonner Parteitag ist die Stimmung angespannt. Soll die SPD Koalitionsgespräche mit der Union führen? Darüber will man heute abstimmen. Nicht nur die Deutschen, auch die Franzosen schauen gebannt nach Bonn. Setzen sich die Gegner durch, könnte es zu Neuwahlen kommen. Und die könnten europakritische Parteien stärken. Jesko dagegen sieht eher die Chance eines Neuanfangs. Ich habe noch nie so viel Aufstand und so viel Trubel von einem Parteitag gesehen. Vor keinem, weder Landes- noch Bundesparteitag. In der Opposition haben wir die Chance, uns neu aufzustellen, inhaltlich, personell. Und würden wir jetzt wieder eine weiter so Regierung mit der CDU eingehen, ist das weder für Deutschland, noch für die Partei, noch für sonst wen gut. Vor den Türen herrscht No-GroKo-Stimmung. Die Abstimmung drinnen geht auf die Initiative der SPD Nordrhein-Westfalen zurück, dem mächtigsten Landesverband. Und auf die ihres Vorsitzenden, Michael Groschek, Jeskos Vater. Die Frage nach einem möglichen Konflikt der Generationen muss er sich häufiger stellen. Anders als der Sohn ist Michael Groschek für Koalitionsgespräche.
Wir haben häufiger politische Auseinandersetzungen gehabt, bleiben trotzdem nah beieinander, weil wir sportlich beide Borussen sind. Und wenn es hart auf hart kommt, haben wir immer einen gemeinsamen Gegner. Das ist der FC Bayern München. Wie ist die Stimmung? Vater aufs Spiel nie gebracht, oder? Leider nicht. Mir wurde Taschengeld gekürzt. Ich habe eigentlich Hausarrest. Also verratet mich nicht. Aber gut für den Einsatz immer. Attila. Lass das Thema die Basis auf Linie bringen. Alles gut? Ja, noch ja, ne? Jesko muss Wiebke Esther noch mal auf seine Anti-GroKo-Linie einschwören. Und ich hoffe, du bleibst einfach bei deiner Überzeugung. Lässt dich nicht einschüchtern von Argumenten und rockst. Nein, man muss schon offen sein für Argumente, aber ich lasse mich nicht einschüchtern durch Drohgebärden oder Szenarien, die dann irgendwie schlimmer sein sollen. Und da musst du uns keine Sorge machen, bleib da standhaft. Nur wenige Jusos sind hier stimmberechtigt. Auch wenn er selbst im Vorstand ist, hat Jesko heute kein Stimmrecht. Als Beobachter informiert er über soziale Medien seine Mitstreiter. Eine Begegnung mit dem Vater war eigentlich nicht geplant. Schatti. Es gibt Vereinigung. Bitte? Ja. Das ist natürlich eine ganz wichtige Entscheidung. Möglicherweise sogar eine historische für die SPD. Wer weiß. Ja, und was halten Sie von dem Engagement der Jusos derzeit? Das finde ich grundsätzlich klasse. Ja. Unsere Jugendorganisation ist konstruktiv, kritisch, ist lebendig, ist Stachel im Fleisch. Andere gehen Kaffee holen, unsere nicht. Die Kritik der Jusos richtet sich frontal gegen die Parteispitze und damit auch gegen ihn. Er muss nun den Laden zusammenhalten. Zumindest verbal geht er deshalb auf die Kritiker zu. Erneuern ist das Stichwort. Das treibt viele um, weil wir das als leeres Versprechen empfinden. Von Wahlniederlage zu Wahlniederlage wurde gesagt, und jetzt gilt das Prinzip erneuern. Quintessenz ist, dass wir selbst zu sehr in einer Blase gelebt und agiert haben. Wir haben unsere Schwächen nicht gesehen und nicht wahrhaben wollen. Und wir haben unsere Stärken überhöht. Für die Jusos um Chef Kevin Kühnert dagegen ist Erneuerung gleichbedeutend mit einer Absage an eine Regierungsbeteiligung. Wenn wir eine Kneipe wären, dann könnten wir sagen, die Union schreibt seit Jahren bei uns an. Die haben einen Zettel bei uns offen, der ist so lang. Und das geht nicht, dass wir auf der Grundlage einen neuen Vertrag abschließen. Lasst uns diesen Aufbruch miteinander wagen. Und das heißt heute einmal ein Zwerg sein, um zukünftig vielleicht wieder Riesen sein zu können. Bitte stimmt mit Nein. Eine geile Rede gehalten, hat es auf den Punkt gebracht und es ist genau richtig so. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir so einen Juso-Vorsitzenden haben, der die Leute so packen kann und so polarisiert. Das ist genau richtig. Liebe Genossinnen und Genossen, damit kämen wir jetzt zur Abstimmung. Es sind 642 Stimmen abgegeben. Mit Ja haben gestimmt 362, mit Nein 279 und eine Enthaltung. Damit wird die SPD Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Für die GroKo-Gegner hat es nicht gereicht. Auch Wiebke Esther hatte mit Nein gestimmt. Ich finde es jetzt für mich wichtig, als Mitglied des Parteivorstandes, nochmal, das hat nämlich die Debatte auch gezeigt, dafür zu arbeiten, dass es nicht heißt, die da oben sind dafür und wir da unten sind dagegen. Weil dann nämlich ein hoher Druck ist, dass sich die Partei erneuern muss, dass ein besseres Vertrauen zwischen Parteiführung und Basis herrscht. Dass wir diesen Schwung jetzt mitnehmen und nicht, dass jetzt einfach nur ist, okay, wir sind jetzt überstimmt worden und jetzt geht es irgendwie zum nächsten Schritt und wir tun so, als wenn irgendwie das kein riesengroßer Warnschuss gewesen wäre. Ja, hättest du gedacht? Zwischendurch immer. Mein die Richtung, ja. Mein die Richtung. Ja, ich hätte anders gedacht. Naja, es ist ja noch nicht vorbei, ne? Du hast ja noch ein paar Abstimmungen vor dir im Leben. Drauf. Kann manchmal der Nachwuchs was sagen, was Sie nicht mehr können, weil Sie ein Amt haben? Nein, aber man sieht sich manchmal selbst im Spiegel und denkt, hätte es vielleicht auch anders kommen können oder musstest du so werden, wie du heute bist? Ehrlich? Ist das Komfort? Ja, manchmal schon.
Zurück in Bordeaux. Immer wieder wird Benoît Hamon wegen seiner Vergangenheit als Minister unter François Hollande auf der Straße erkannt und angesprochen. Ich würde Ihnen mal gerne eine kleine Frage stellen. Ich studiere im ersten Jahr Medizin. Was hätten Sie dann gemacht, wären Sie länger in der Regierung gewesen? Also, wir brauchen mehr Ärzte. Das Problem ist, dass wir mit dem System von heute erst in 10 Jahren Ärzte haben. Das war nicht ausreichend. Wenn die Anführer der sozialistischen Partei nicht mehr sozialistisch sind, dann kann man entweder etwas Neues machen, dafür habe ich mich entschieden, oder man bleibt in der Sackgasse stecken. Ich will da raus. Um es einfach zu machen, die Linke und die Rechte in Europa, ob nun Christdemokraten oder Sozialdemokraten, unterscheiden sich nur noch in kleinen Nuancen ein und derselben Politik. Es gibt nur einen Weg. Vielleicht sagen die Christdemokraten, hier muss es schneller gehen. Und die Sozis, nein, man muss es langsamer machen. Aber es bleibt die gleiche Politik. Wir verteidigen ein neues Verhältnis zur Arbeit, besonders durch das bedingungslose Grundeinkommen. Wir wollen eine Zusammenführung der Tradition aus sozialer Gerechtigkeit, Sozialdemokratie mit einer politischen Ökologie, eine grüne Revolution, die Arbeitsplätze schafft, und wir wollen Solidarität, ein umfassenderes Konzept von Demokratie, Gewicht für die Stimme der Bürger. In Frankreich sagen alle, die Bürger vertrauen den Politikern nicht mehr. Aber in Wirklichkeit vertrauen die Politiker den Bürgern nicht mehr. 2019 will Hamons neue Bewegung schon an den Europawahlen teilnehmen. Nach eigenen Angaben zählt sie bereits 50.000 Mitglieder. 75% von ihnen waren jedoch nie politisch aktiv. Hamons Beraterin Naïma Charaï gibt Schützenhilfe für neue Unterstützerinnen wie Melanie. Braucht ihr in eurem neu gegründeten Komitee an der Uni denn noch irgendwas? Fragen die Studenten nach bestimmten Dingen? Es fehlt uns noch an Sichtbarkeit auf dem Campus. Wir haben keinen Raum für unsere Versammlung. Die halten wir in Cafés ab. Wir schlagen uns halt so durch, um wirklich eine große Bewegung aufzubauen, um viele Leute anzulocken. Auch Naïma hat den Sozialisten den Rücken gekehrt. Zu groß war die Enttäuschung. Die Amtszeit von François Hollande, die war ein totaler Verrat an den sozialistischen Idealen. Bevor er 2012 gewählt wurde, da hatte ich Wahlkampf für ihn gemacht. Ich habe so viel Zeit reingesteckt. Ich habe mein Privatleben, mein Berufsleben geopfert, nur um einen Sozialisten an die Macht zu bringen, der nur wenig später das verrät, wofür die Linke angetreten war. Der Verrat an den linken Idealen. In Frankreich wie in Deutschland sehen viele darin den Grund für den Niedergang der eigenen Partei. Für die Macher von Génération ist es noch ein weiter Weg bis in die Rathäuser. In ihren Werbevideos gibt sich die Bewegung modern. Solidarität, Feminismus, Ökologie. All das will man unter ein Dach bringen. Aber bringen neue Themenfelder auch mehr Anhänger? Melanies Einsatz hat sich zumindest gelohnt. 800 Leute sind gekommen, um Hamon in einem Vorlesungssaal der Uni zuzuhören. Ich werde euch von 4 Lügen erzählen, die ihr nicht mehr bei Génération finden werdet. 4 Lügen, mit denen wir radikal brechen werden. Man kann ja doch mit gewisser Ungleichheit leben. Das ist doch eben die Rollenverteilung in der Gesellschaft zwischen Gewinnern und Verlierern. Warum denn bloß dagegen kämpfen? Auch mit der neuen Bewegung besetzt Benoît Hamon klassisch linke Themen. Ähnlich wie die SPD in Deutschland muss er dafür sorgen, dass von der Krise der Sozialdemokratie nicht noch andere Parteien weiter links profitieren. Bei den Studenten in Bordeaux findet Hamon Gehör. Seine politische Vergangenheit macht ihn hier zu einem Star. Wir sind hier mit Benoît Hamon. Stimmt nicht. Er unterstützt uns beim Sportfest. Stimmt nicht.
Ja, doch, ich unterstütze sie. Ich unterstütze Sciences Po Bordeaux. Ich unterstütze die Handballer, auch wenn sie sehr schlecht sind. Nee, die sind echt gut. Stimmt für sie. Wir sind sehr gut. Ja, die sind echt gut. Er schüchtert einen nicht ein. Das ist ja nicht so, als würde man Macron begegnen, der sehr kalt ist. Benoît Hamon, der kam gleich und hat uns die Hand geschüttelt. Man fühlt sich wohl. Das ist doch viel sympathischer, als wenn sich jemand so kalt gibt. Noch hat Hamon keine anderen bekannten Gesichter um sich. Vieles hängt an ihm und seiner One-Man-Show. In Berlin sind die Koalitionsgespräche fast abgeschlossen. Jetzt soll die SPD über die Ergebnisse in einem Mitgliedervotum abstimmen. Wir sind gerade einfach dabei, ein paar Leute anzusprechen, mit denen ins Gespräch zu kommen über die ganze No-GroKo-Debatte der Jusos. Wir haben auf jeden Fall Potenzial und wir kämpfen natürlich weiter bis zum letzten Tag. Hier in NRW wahrscheinlich genauso, ne? Ja, auf jeden Fall. Habt ihr denn auch so einen Mischmasch an Altersstruktur? Also wir haben wirklich ja von Jusos bis hin über Arbeitnehmer und Nehmerinnen zu Rentner und Rentnerinnen alles dabei, die tatsächlich uns auch den Zulauf geben, dann keine GroKo. Jesko Groschek und die Jusos in Berlin werben nun neue Mitglieder, um mit ihrer Hilfe gegen den Koalitionsvertrag zu stimmen. Sie können heute was gegen die große Koalition unternehmen und die Politik verändern. Politik verändern? Ja, tatsächlich. Jetzt gerade gibt es mal die Chance in der Politik, was richtig zu verändern als Einzelne. Wäre ja nicht schlecht, wenn Sie mal was verändern wollen. Das wäre wirklich gut, oder? Ja. Wir sind die Jusos von der SPD und wir wollen definitiv... Ja, das ist gut, was Sie machen. Ja? Ja, einmal frei. Na dann, würde ich, dann kennen Sie unsere Kampagne. Machen Sie weiter so. Dann kennen Sie unsere Kampagne wahrscheinlich. Tritt ein, sagt nein. Nee, kenne ich noch nicht. Jeder, der eintritt, darf mit beim Mitgliedervotum machen, wo man abgestimmt wird, ob wir in die große Koalition gehen oder nicht. Deswegen sammeln wir gerade Mitglieder. Damit die mit abstimmen und gegen die GroKo stimmen. Können Sie mir da was mitgeben? Ja. Am besten geht sogar noch online, das geht noch schneller. Das können wir machen. Ja, super. Okay, gut. Dankeschön. Super. Tschüss. Schönen Tag. Seit dem Bonner Sonderparteitag sind viele Neuzugänge bei der SPD zu verzeichnen. Selbst Leute, die meinten, sie waren von der SPD enttäuscht, sind gerade mega motiviert von dieser Bewegung jetzt. Ja. Und hoffen, dass das klappt. Und es wurde auch gefragt, glaubt ihr wirklich daran, dass es klappt? Und man konnte sie überzeugen. Gleich im Anschluss werten die Jusos ihre Aktion in einer Kiezkneipe aus. Vor allem vom Zuspruch älterer Leute sind sie überrascht. Aber bringt das auch den lang ersehnten Wandel? Schulzeit war schon so, wow, wo kommen die ganzen Leute her? Alle irgendwie schon so Parallelen, Willy Brandt, Helmut Schmidt-Zeiten. Und jetzt einfach gerade Kühnert-Hype, ne? Jetzt intern immer gesagt, das ist der Kühnert-Hype und da kommen einfach mal doppelt so viele. Das ist schon geil. Ich finde es super. Hoffentlich bleibt mal wenigstens ein Viertel. Ja, langfristig. Ich glaube so, dass die meisten Leute langfristig kommen. Deswegen ist genau jetzt die Phase, wo man nochmal die Leute überzeugen muss, wenn sie denn Bock haben, auf sozialdemokratische und sozialistische Politik einzutreten. Ja, und wenn sie gegen die GroKo stimmen wollen, umso besser. Wenn sie dafür stimmen wollen, dann sollen sie aber auch eintreten. So, solange sie sozialdemokratisch, sozialistisch unterwegs sind, sind sie bei uns alle willkommen und genau an der richtigen Adresse. Bis zum Stichtag sind fast 25.000 Neumitglieder in die SPD eingetreten. Ein Viertel davon kommt aus NRW. In Berlin läuft der Politikbetrieb seit Monaten ohne eine neue Regierung. Jesko Groschek sehe seine SPD hier lieber in der Opposition. Die aufreibenden politischen Diskussionen der letzten Tage haben eine kurze Pause. Im Bundestag findet eine Gedenkstunde für die Opfer des Holocaust statt. Das Plenum ist voll. Zeit für Jesko, die Gedanken schweifen zu lassen. Auch er weiß, ein Platzen einer großen Koalition hätte vermutlich Neuwahlen zur Folge. Sie könnten den Negativtrend der SPD noch weiter verschärfen. Mit personellen Konsequenzen. Ich weiß nicht, wenn wir Neuwahlen bekommen, wie würde es halt ausgehen. Ich hänge da nicht irgendwie so sehr an meinem Job, dass ich davon die Entscheidung abhängig mache. Vermutlich wird es auch eine Personaldiskussion geben. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass das die Inhalte so in den Hintergrund rückt. Aber so ist es nun mal und das gehört zur Politik natürlich auch dazu. Sie behält recht. Rangeleien um Ministerposten führen die Partei wenig später noch tiefer in die Krise. Im Mittelpunkt Martin Schulz. Der Druck auf ihn wächst. Schließlich gibt er Parteivorsitz und den Außenministerposten auf. Im Gespräch registriert Jesko, dass Wiebke Esther zweifelt. Sie scheint zu Kompromissen bereit.
In Umfragen rutscht die SPD indes deutlich unter 20%. Mir ist es lieber, dass wir in der Situation sind, dass wir sagen, wir haben den Anspruch mitzugestalten und wollen das dann auch irgendwie uns in die Situation bringen, dass man das gestalten kann oder nicht. Man muss ja nicht alles mitmachen, aber das finde ich immer noch besser, als wenn man halt fundamental Opposition macht. Ne? Weil wenn wir jetzt, wenn ich jetzt im Parlament wäre und irgendwie bei einer der Parteien war, die sagen, Regierung kommt für uns gar nicht in Frage, dann, glaube ich, sitzt man halt auch falsch im Parlament, so schwer die Entscheidungen sind oder so vertrackt die Situation auch ist. Ich bin gespannt. Es ist 23 Uhr in einem Gemeindesaal am Stadtrand von Bordeaux. Ein Treffen mit neuen Mitstreitern von Génération. Benoît Hamon ist seit 17 Stunden auf den Beinen. Fragen nach der medizinischen Versorgung tauchen unerwartet wieder auf. Wir werden bei ethischen Debatten unsere Positionen klar machen. Wir werden uns sehr um die Fragen rund um Krankenhäuser kümmern, uns für das Älterwerden interessieren, wie wir pflegebedürftige Menschen betreuen, große Themen, und da werden wir Kampagnen starten. Im Saal finden sich Menschen aus allen Altersgruppen. Noch müssen sie definieren, wie sie auf einen gemeinsamen Nenner kommen wollen. Benoît Hamon hat dabei auch Europa im Blick. Wir sind in Frankreich Zeuge davon geworden, von der Spaltung der Linken, so wie auch in Deutschland. Es ist so wichtig, die Linke wieder neu aufzubauen, eine europäische Linke. Ich schaue mir sehr genau an, was in der politischen Landschaft links der Mitte in Deutschland vor sich geht. Nehmen Sie Ska Keller, die Grünen-Abgeordnete, oder den Chef der Jusos, Kevin Kühnert. Wenn Sie einen Teil der Partei, die Linke, nehmen, was die sagen, was ich so höre, da frage ich mich manchmal, warum arbeiten die nicht an einer gemeinsamen politischen Lösung? Für Benoît Hamon geht ein anstrengender Tag zu Ende. Reisen wie diese wird er noch viele brauchen, um verlorene Wähler zurückzugewinnen. In der SPD dagegen ist die Werbeaktion der Jusos um neue Mitglieder umstritten. Es könnten Leute angezogen werden, die der SPD schaden wollen. Mit Slogans wie 10 Euro Mitgliedsbeitrag gegen die GroKo sind die Jusos in die Kritik geraten. Mit dem Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert geht es für Jesko nun darum, die richtigen Argumente zu finden. Es ist so ein bisschen auch im Moment in der Parteikommunikation aneinander vorbei. Ne? Weil wenn, also gerade Andrea oder auch Martin, die zählen natürlich super gerne auf, A, was sind die Erfolge gewesen in den letzten Jahren? Und B, was haben wir alles in diesem Sondierungspapier durchsetzen können? Nur, das bestreiten wir ja gar nicht. Es sagt ja niemand, es gab keine Erfolge in den letzten 4 Jahren. Das, was wir kritisieren, naja, das sehen ja alle. Das kann man ja nicht von der Hand weisen, dass die Zusammenarbeit mit der Union schlecht war, unzuverlässig war. Es zeigt ja, dass wir, glaube ich, eine ganz gute Linie fahren, vor allem die du auch ganz gut gefahren hast, dieses Sachliche und Nüchterne, ne, rüberzubringen. Ich bin froh, dass wir das irgendwie so gedreht gekriegt haben. Also ich glaube, damit hast du mehr für die Jusos getan, jetzt in den 2 Monaten schon, als man erwartet hätte. Weil bei uns in NRW, ich habe das immer noch, ich war jetzt letztens wieder in Krefeld, wo mich dann die Landtagsabgeordnete ansprach, also finde ich ja gut, dass ihr werbt, ne? Aber diese Zehner gegen GroKo, ich dachte, da haben wir nie gesagt, so in der Form. Ja, aber lies doch mal genau, guck doch mal, was wir auch für Pressemitteilungen rausgeben. Klar, ne, Augenzwinkern hat man mal so ein bisschen mit angedeutet, aber darum geht es doch gar nicht. Die Stärke im Moment ist, dass wir eine Stimmung aufgreifen, die weit über die Jusos hinaus vorhanden ist, und dass wir das irgendwie kanalisieren und da mehr Leuten eine Stimme geben. Und nur so sind solch knappe Ergebnisse auf dem Parteitag möglich. Und nur so ist es möglich, dass wir jetzt in den Mitgliederentscheid gehen, bei denen eigentlich die einheitliche Einschätzung ist, dass der komplett offen ist. Werden die neu gewonnenen Mitglieder tatsächlich im Schulterschluss mit den Jusos zum Zünglein an der Waage? Da dann den Trend zu finden und die anderen Sachen zu machen. Ja. Also, da habe ich auch so ein bisschen Schiss vor, gerade auch selbst in NRW. Ich bin überzeugt, wenn wir diese Energie, die wir Jusos, auch die Jusos hier vor Ort haben, wenn wir die in die Partei reintragen können, dann können wir zumindest verhindern, dass wir weiterhin den Stillstand noch mal über die nächste Zeit kriegen. Da bin ich von überzeugt. Stillstand oder Neubeginn? Regierung oder Opposition? Die Mitglieder werden auch über das Schicksal der SPD als Volkspartei entscheiden.